So, halli hallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play to the Moon. Wir sind, glaube ich, fast am allerersten Punkt, wo Johnnys Erinnerungen beginnen. Wir haben letzten Part erfahren. Johnny hatte mal einen Zwillingsbruder namens Joey und der ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Durch die eigene Mom. Früchte, frische Früchte, Äpfel, Orangen, Tomaten, wir haben alles. Moment mal, Tomaten sind keine Früchte. Doch sind sie. Sie sind die Ovarien der Pflanze und enthalten Samenkörner. Das sind die Eigenschaften einer Frucht. Ich bitte dich, Tomaten? Wir bezeichnen sie absolut niemals als Früchte. Wer ist hier? Ich koche nun mal gerne in der Gruppe, okay? Und einige von uns nehmen das sehr ernst. Früchte, frische Früchte. Auch wieder Tomaten wahrscheinlich. Aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur noch einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddybären tauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na komm, John, mach keine Szene. Joey hat ihn zuerst gewonnen. Fair und gerecht, oder etwa nicht? Aber ich habe auch gewonnen, nur weil er vor mir dran war. Ist schon okay, du darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Okay, ihr Hefeklöße. Blockiert mal nicht den ganzen Stand. Komm, wir schauen mal, was es dort drüben gibt. Ich bin kein Hefekloß. Hefekloß. So wie was zur Gurke. Weißt du was? Ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklößchen. Du bleibst doch nur. Oh. Hey, ist das Klopp den Maulwurf? Klopp den was? Klopp den Maulwurf. Du nimmst einen Gummihammer und klopfst ihn auf den Maulwurf. Ist das nicht Tierquälerei? Das sind keine echten Maulwürfe, Dummerchen. So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor First-Person-Shooter erfunden wurden. Wie primitiv. Ja, ganz schön Ghetto. Ghetto. Wo hast du davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Wollen Sie ein Spielchen wagen? Einfach auf alle Köpfe kloppen und tolle Preise gewinnen. Ja, 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 ja. Oh nein. Los geht's. Maus benutzen, Tastatur, Gamepad. Nimm mal Maus. Oh cool, Minigame. Okay, 3, 2, 1. Warum? Ah, was ist denn das da? Oh Gott. Eine Steuerung. Ist ja ekelhaft. Warum sieht das aus wie dick das? Ich glaube, ich hätte doch lieber mit Tastatur spielen sollen. Das wäre wesentlich einfacher gewesen. Und warum zwinkert der links oben immer so komisch? Guck's mal an. Hi. Die Gesichter. Ah, okay. Zeit ist um. Dann wollen wir mal sehen. Bei 47 gesichteten Zielen hast du 44 Mal zugeschlagen und dabei 34 Mal gesichtet. Oh gut, 72%. Das ist ein neuer Rekord für dich. Oh, das gibt sogar eine Erinnerung. Wow. Okay. Cool, da haben wir da unten ein kleines Riesenrad. Willkommen, ich präsentiere das kleinste Riesenrad der Welt. Können wir eine Probefahrt machen? Natürlich nicht. Funktioniert es überhaupt? Natürlich nicht. Sieht aus, als hätte jemand einfach ein paar Stühle aus einem Müllrad geklebt. Ist mir total egal. Das kleine. Ach. Das Spiel ist einfach herrlich. Schauen wir mal noch rechts oben. Da wird irgendwas gebaut. Ach, gehen wir einfach mal zu Johnny. Die werden uns schon weiterführen. Ah ja, das Schicksal hält wundervolle Fügungen für euch bereit. Aus diesem hier könnte ein Anwalt werden und aus diesem hier ein Arzt. Oh Gott, kommt ihr zwei, ich kaufe euch Süßigkeiten. Hey, wo ist mein Trinkgeld? Wahrsager. Keine Chance, ich rede nicht mit ihr. Gut oder schlecht, mir ging es so oder so an den Kragen. Also ich halte jetzt nicht so besonders viel von Wahrsagerei. Ich bin da eher skeptisch. Was haben wir hier? Bänke. Ah, hier geht's nach unten. Zum zweiten Teil vom Rummel. Hier haben wir eine große Bühne und... Was ist das? Singen die was vor? Ist das ein Chor hier? Ist das Lava? Das sind Lava-Texturen, wie geil. Ah, da sind sie. Damn. Ich werde dich nie verstehen, Joey. Wie kannst du nur diesen Geschmack ertragen? Sie sind so sauer und eklig. Sauer und super, das sind sie. Probier doch mal. Nee, ich mag ja noch nicht mal normale Oliven.
Du könntest wenigstens einmal eine probieren, Johnny. Wer weiß, vielleicht kommst du dann auf den Geschmack. Genau. Nö. Ich bin fertig, Mom. Kann ich spielen gehen? Okay, aber nur auf den Spielplatz und nicht einen Meter weiter. Gib mir die Tasche. Ich passe für dich drauf auf. Nein, das ist meins. Ich habe es gewonnen. Notiz eingelegte Oliven erhalten. Also da mochte Johnnys Lieblingsspeise. Aber jetzt früher nicht mehr. Joeys Lieblingsspeise. Also oh, Johnny hat sich irgendwie, weil auch die Mom daran beteiligt war, langsam angefangen, sich wie Joey zu verhalten. Also ich weiß nicht, ob es jetzt Schuld der Mom war, dass sie dann endlich stolz auf ihn ist. Aber irgendwas war da. Oh, hier ist gar kein Ton, gar keine fröhliche Musik. Joey? John? Hallo? Hau doch nicht ab. Wir folgen dem. Auf Mama hören wir nicht so gut, was? Wann geht er denn jetzt? Warum ist alles so still? Was ist da oben? Na, fühlt sich verfolgt. Hm? Kleiner Joey-Mann. Johnny-Mann. Ja, springt einfach drüber. Das ist doch gar nichts. Da ist Abgrund. Wow. Ah, die Aussicht. Ganz sprachlos. Also die Tasche hat er gewonnen. Finger tun will. Naja, okay, er hat den Weg verlassen und einen coolen Ort gefunden. Aber seien wir ehrlich, er hätte ebenso gut von einem Rudel Tiger angefallen werden können. Tiger leben nicht in Rudeln, Dummkopf. Das war auch nur eine Redensart. Weißt du, als ich noch klein war, hat mich mein Opa jedes Jahr zum Sternegucken mitgenommen. Ja? Es gab einen Hügel außerhalb der Stadt, wo wir immer standen. Derselbe Hügel, jedes Jahr. Wir schauten in die Sterne, bis der Morgen dämmerte. Nun ja, ich schaute hauptsächlich. Er hat nur das Teleskop für mich getragen. Natürlich. Nun hätte Mom mir allerdings niemals erlaubt, die ganze Nacht wach zu bleiben. Deshalb sagte Opa jedes Mal, dass wir nur zelten fahren und versteckte das Teleskop im Auto. Das war toll, aber wenn wir am Morgen zurückkamen, musste ich so tun, als hätte ich nachts geschlafen. Und das ist kurz gefasst die Geschichte, wie ich in die Koffeinsucht abgedriftet. Du bist ein Monstrum. Ich weiß. Es ist schon sehr traurig. Ach, armer kleiner John. All diese schönen Erinnerungen, verloren und niemals wiedergefunden. Und wer weiß, wie viele mehr es noch gibt. Tja, wie du immer sagst, man muss jeden Moment für sich genießen, nicht? Heilige! Ich hab doch gesagt, dass hier Tiger Rudel rumstreuen. Irgendjemand kommt. Oh, Orangenhaare, ist das Klein River. Kam sie jetzt wegen John oder nicht? Hallo! Voll erwischt. Warte, bleib hier! Ich bin Johnny. Und wie heißt du? Du bist an meinem Platz. Dein Platz? Oh, entschuldige, ich wollte mich nicht hier ganz allein ausbreiten. Oh. Willst du dich zu mir setzen? So eine kleine Kinderliebesromanze. Bist du hier, um die Sterne zu beobachten? Und du? Gras. Sehr hohes Gras.
Schau nur. Wusstest du, dass es so viele Lichter am Himmel gibt? Ja. Oh, ich wusste es auch. Das ist also dein Platz, ja? Nur während des Jahrmarkts. Kein Fan von Menschenmengen? Bin ich auch nicht. Weißt du hast mir immer noch nicht deinen Namen gesagt. Ich sag ihn dir auch nicht. In der Schule machen sich alle drüber lustig. Wieso? Sie sagen, dass sie aufs Klo müssen, wenn sie an ihn denken. Boah, Kinder sind so gemein. Okay, dann nicht. Tja, kann auch nicht schlimmer als John sein. Ich meine, überall auf der Welt heißt fast jeder John. Auch in Indien? Würde mich nicht wundern. Was ist verkehrt daran? Hm? Was ist verkehrt daran, einen Namen zu haben, den jeder hat? Es ist langweilig, schätze ich. Ich meine, wenn alle so heißen, wo ist da der Sinn? Ich hätte nichts dagegen. Ausnahmsweise mal den gleichen Namen zu haben, den alle anderen auch haben. Das ist wie mit diesen Lichtern am Himmel. Von hier unten sehen sie alle gleich aus, aber das macht den einzelnen Stern kein bisschen weniger schön. Ja, vielleicht. Diese ganzen Sterne da oben, was glaubst du, sind sie? Mein Vater sagt, sie sind riesige brennende Kugeln aus Gas. Ach, das denkt er sich doch nur aus. Warum sollte er mich anlügen? Weil, naja, das machen Erwachsene nun mal. Sie denken sich Sachen aus. Den Weihnachtsmann, den Osterhasen, Kängurus, sowas halt. Hast du schon mal versucht, den Osterhasen aus Stern zu machen? Wie ein Sternbild? Ja. Andere Sachen schon, aber noch nie einen Hasen. Möchtest du einen machen? Klar, machen wir das beste Sternbild aller Zeiten. Mal sehen, wer zuerst eins hat. Jetzt versuchen die Sterne so zu ordnen, dass es Sternbilder geben. Okay, von drei. 3, 2, 1 und los. Ich sehe es. Wo? Am Himmel. Wo genau am Himmel? Denk in großen Zusammenhängen. Größer als all die anderen es tun. Ich verstehe nicht. Moment mal. Ich sehe es. Sag mir, was du siehst. Da drüben, stimmt's? Da sind die zwei Löffel und der Kopf. Und weiter? Oh, da hat es alles schon angefangen. Auch, dass es ein Hase ist. Und da, das sind seine beiden Füße. Ja, was noch? Und der Mond. Der Mond ist ein großer, runder Bauch. Ah, und die Erinnerung wurde von John natürlich gehemmt, dass er sich daran nicht mehr erinnert und deswegen ist Rivers auch sauer auf den gewesen. Oder so ähnlich. Also, was glaubst du, sind sie wirklich? Oder deswegen hat River immer und weiter gefragt, weil sie wahrscheinlich immer auf dem Mond anspielen wollte. Und das wusste John ja nicht mehr. Die Sterne, meine ich. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Wow, muss ganz schön was los sein da oben. Ist aber nicht so. Sie können all die anderen Leuchttürme dort draußen sehen und sie wollen mit ihnen reden. Aber das können sie nicht, denn sie sind alle viel zu weit voneinander entfernt, um zu hören, was die anderen sagen. Sie können nichts tun, außer aus der Ferne ihr Licht zu senden. Also tun sie das. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Warum zu dir? Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Die Anja. Deine Tasche, was ist da drin? Oh, der Preis, den ich bei Klopp dem Maulwurf gewonnen habe. Hast du das schon mal gespielt? Ich habe es versucht, aber ich bin zu ungeschickt. Was hast du gekriegt? Es ist ein Ding. Ich kann dir wirklich nicht sagen, was das ist. Ah.
so eine Art Entenbibertier. Darf ich mal sehen? Es sieht so seltsam aus. Ich wünschte, ich könnte auch so eins gewinnen. Johnny! Mist, Mom ruft mich. Hier. Weißt du was? Behalt es. Es gehört jetzt dir. Mir? Ja, ich kann jederzeit noch eins gewinnen. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin einfach die Nummer 1 bei diesem Spiel. Bist du nächstes Jahr wieder hier? Yep, du auch? Ja. Selbe Ort, selbe Zeit? Ja. Und wenn du es vergisst oder wenn wir uns aus den Augen verlieren? Dann treffen wir uns eben auf dem Mond wieder, Dummerchen. Genau auf dem Bauch des Hasen. Johnny! Komme! Oh, mein Hacky-Sack ist noch in der Tasche. Du sagtest, du bist ungeschickt, stimmt's? Versuch es mal damit. Was ist das Hacky-Sack? Aber das ist so einer der schönen Momente vom Spiel. Einfach diese Kinderbeziehung, dass er jetzt einfach das Schnabeltier geschenkt hat und sie es die ganze Zeit behält und... Und er erinnert sich nicht mal mehr dran. Das erinnert mich ein bisschen an ein Elfenlied. Also ein Manga, Anime, wo er mit einem Mädchen befreundet war und dann auch Amnesie hatte und alles vergessen hat. Und die sich dann Jahre später sehen und ach. Falls sie sich jemals aus den Augen verlieren. Moment mal, soll das heißen? Sag mir nicht, dass du das nicht hast kommen sehen. Und ich hatte schon geglaubt, dass sie würde eine inspirierende Kindheitstraumgeschichte werden. Ich hätte wissen sollen, dass irgendein Mädchen auftaucht und einen Schmachtfetzen daraus macht. Ich glaube, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um ihn zum Mond zu bringen. Moment mal, du willst das doch nicht etwa wirklich tun, oder doch? Es ist unser Job, Neil. So lautet unser Auftrag. Verdammt nochmal, Eva, nein! Eva. Passiert jetzt? Wir sind in der Schule. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Notiz Mond erhalten. Dann lesen wir die mal. Mond, wo Johnny und River sich wieder treffen wollen, falls sie einander aus den Augen verlieren. Genau, wenn sie stirbt, dann... Gut. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wie es weitergeht, was Eva vorhat, wo sie hin ist, werden wir voraussichtlich im nächsten Part sehen. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Und bis dahin, ciao.